Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Sie erkennen es, wir melden uns heute aus Warnemünde, dem schönsten Ostseebad Deutschlands. Natürlich gibt es in Mecklenburg-Vorpommern andere Ostseebäder, die Warnemünde in nichts nachstehen. Und wir haben uns mit dem Tourismusdirektor verabredet, Matthias Fromm. Herr Fromm, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind zu diesem Interview. Es geht natürlich um eine Bilanz ziehen des Jahres, des Sommers 2014. Wie ist Ihr erster Eindruck? Ich meine, jetzt ist das Wetter ja nicht mehr so gut und auch die Touristenströme haben etwas nachgelassen. Aber Warnemünde hat Potenzial. Potenzial und natürlich auch im Herbst. Also auch der Herbst hat seine Reize und das merkt man ja auch, dass hier auch im Herbst durchaus auch noch Leben herrscht. Aber kein Vergleich zum Sommer und da kann man wirklich ein positives Feedback ziehen. Wir haben eine wirklich sehr gute Saison erlebt, bedingt natürlich auch durch das gute Wetter. Aber was wir natürlich auch spüren, das Seebad, die Stadt und die Rostocker Heide erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei unseren Urlaubern und Gästen. Und das freut uns und damit punkten wir auch. Ja, das hängt ja alles zusammen. Also das Seebad Warnemünde ist ja nicht singulär da, sondern unweit, man braucht bloß über die Warnow rüber, ist die Rostocker Heide und Markgrafenheide natürlich auch noch Teil von Rostock. Und Warnemünde ist ja letztendlich auch Teil der Hansestadt Rostock. Wie geht dieses Zusammenspiel dieser drei Destinations, wenn man so will? Funktioniert das immer oder gibt es da auch Reibungspunkte? Also im Grunde genommen spielen wir das für uns aus, weil das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das hat keine andere touristische Destination in Deutschland zu bieten. Und deswegen setzen wir auf diese Kombination aus Großstadt, Seebad und Rostocker Heide. Und im Zusammenspiel heißt das, dass wir die unterschiedlichsten Interessen und Bedürfnisse unserer Urlauber auch befriedigen können. Und wenn man nach Warnemünde kommt, hat man hier doch ein Stück weit mehr erlebnisreichen Urlaub. Das kommt einfach daher, dass hier sehr, sehr viele Veranstaltungen, Events stattfinden, wie die Warnemünder Woche, das Stromfest, DFB Beach Soccer Cup. Also das sind alles Highlights, die Warnemünde prägen. Und in Markgrafenheide geht es doch dann eher etwas gemütlicher zu. Dort ist der Aktivurlauber sicherlich richtig, wenn es um das Thema Fahrradfahren, Wandern oder einfach auch mal in Ruhe die Ostsee genießen geht. Natürlich, und die alte Hansestadt natürlich mit ihren historischen Highlights, mit ihren Museen, Kirchen und so weiter, ist natürlich auch immer einen Besuch wert. Machen wir hier natürlich gleich Werbung für Rostock mit. Aber man kann sagen, Warnemünde selbst ist so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht. In den letzten Jahren, das sieht man ja ganz deutlich auch in den Tourismuszahlen, die sich ja erheblich entwickelt haben. Wo sind wir jetzt konkret dieses Jahr, wenn Sie jetzt schon eine Zahl verraten können? Also wir haben seit 4 Jahren Wachstumsraten zu verzeichnen, vor allem auch im Seebadbereich. 2013 erstmalig über 1 Million Übernachtungen im Seebad Warnemünde, was uns freut. Und dieser Trend hält 2014 an. Auch hier zeigen erste Zahlen, dass wir wieder ja um die 4% zulegen, was die Übernachtungen betrifft. Und das ist durchaus ein Seismograph, wenn es darum geht, wie beurteilen wir die touristische Entwicklung in Warnemünde. Und die beurteilen nicht nur wir als die wir dafür verantwortlich sind, sondern auch unsere Gastgeber als sehr positiv. Die Hotellerie, kann ich mir vorstellen, freut sich riesig darüber, über diese Entwicklung auch. Er stärkt ihnen da auch den Rücken. Wie sieht es mit den Einwohnern von Warnemünde aus? Ziehen die auch mit? Also das ist immer ein Spagat. Die Interessen der Urlauber spiegeln sich nicht immer gleich auf den Bewohner von Warnemünde, aber darin liegt die Kunst, hier also auch entsprechend Warnemünde dahingehend zu entwickeln, dass ein Einklang besteht aus Einwohnern und Urlaubern. Und ich denke, dass uns das gelingt, weil wir Aktivitäten initiieren, die zu Warnemünde passen. Und deswegen bekommen wir natürlich Kritik, aber immer mehr auch Zuspruch. Ja, der Spagat geht ja auch in Richtung Politik, Landespolitik, wenn es was den Ausbau sozusagen im Thema Windkraft, Offshore-Anlagen anbelangt vor Warnemünde. Da ist ja ein Diskussionsprozess jetzt angestoßen und ziemlich viel Widerstand aus der Tourismusbranche jetzt aufgebrandet, hier auch in Warnemünde. Wie positionieren Sie sich da als Tourismusdirektor von Rostock?
Also wir haben uns da klar positioniert, dass wir das Erreichte nicht unüberlegt durch Windkrafträder auf der Ostsee oder in der Ostsee zerstören sollten. Hier gilt es einfach abzuwägen und der Tourismus ist eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen, nicht nur für die Hansestadt Rostock, sondern auch für das Land. Und unsere Gäste kommen einfach auch gerade deswegen hierher, dass sie hier einen freien Blick über die Ostsee haben und auch traumhafte Sonnenuntergänge genießen können. Und deswegen sind wir für einen Dialog mit der Windkraftbranche, um hier für beide Seiten die bestmöglichste Lösung zu schaffen und im Grunde genommen auch alle Interessen in die Entscheidung mit einfließen zu lassen. Ja, Hotellerie jubelt hier in Warnemünde, auch was die Preise anbelangt. Hier hält man nicht hinterm Berg, hier hat man dann die Ostsee noch mit als Verkaufsargument. Innerhalb von Rostock ist das ein bisschen anders. Da sagt man, ist ein bisschen, leiden die Hotels auch ein bisschen unter Preisdumping. Auch von Ketten, wo die Preise ja teilweise gar nicht in Rostock gemacht werden, sondern irgendwo in München oder sonst wo. Namen sollen hier nicht genannt werden, aber wie kann man diese Entwicklung ein Stück weit vorbeugen? Haben Sie Einfluss darauf, was die Preisentwicklung der Hotellerie in der Hansestadt Rostock anbelangt? Also nicht direkt, aber wir versuchen natürlich durch Initiativen ein Stück weit dagegen zu steuern. 2013 haben wir eine Initiative gestartet. Rostock möchte Qualitätsstadt werden und über die Qualität lassen sich dann am Ende auch Preise und entsprechend auch marktübliche Preise erzielen. Also wir sensibilisieren, wir haben eine sehr, sehr hohe Servicequalität in den Häusern, in der Innenstadt und darauf muss man setzen und das wollen wir nach außen kommunizieren und dann ist der Gast natürlich auch bereit, entsprechend dafür auch zu zahlen. Wie positioniert sich die Tourismuszentrale bzw. auch die RGTM zum Thema Ferienwohnungen? Das ist ja ein Problem hier in Warnemünde, wie auch in allen anderen Ostseebädern entlang der Ostseeküste. Wo geht es da hin? Also mit den Ferienwohnungen oder überhaupt der Mix aus Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen ist eine unserer Stärken, gerade auch in Warnemünde. Wir bedienen also nicht nur in den Themen unterschiedlichste Zielgruppen, sondern auch in den Unterbringungs- oder in den Unterkunftsformen. Und deswegen plädieren wir hier für einen gesunden Mix. Und einen weiteren Ausbau der Ferienwohnung? Das sicherlich nicht, das muss man sich anschauen, ne? Projekt zu Projekt. Wir haben eine Tourismuskonzeption entwickelt, wo wir generell den Ausbau von Bettenkapazitäten betrachtet haben. Und wenn Ausbau von Bettenkapazitäten, dann in Segmenten, die so in der Form hier in Rostock noch nicht bestehen. Ja, also das heißt, zusätzliche Ferienwohnungen könnte es ruhig geben, das müssten dann aber spezielle Angebote sein. Richtig, also wir haben sicherlich Nachholbedarf bei dem Thema Barrierefreiheit. Also wenn wir hier zusätzliche Angebote schaffen für unsere mobilitätseingeschränkten Urlauber und Gäste, wäre das sicherlich ein Projekt, was unterstützenswert wäre. Ja, wir sind schon am Ende unseres kleinen Interviews, aber wir möchten natürlich am Ende nochmal einen Ausblick auf den Dezember geben und warum natürlich der Gast im Dezember hier nach Warnemünde bzw. Rostock oder Rostocker Heide kommen sollte. Was bieten Sie hier dem Gast in dieser Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit? Natürlich das Top-Thema. Natürlich den Weihnachtsmarkt, den Rostocker Weihnachtsmarkt, der größte Norddeutschlands. Und wir freuen uns schon auf die Eröffnung. Und das wird wieder zahlreiche Gäste hier zu uns in die Stadt ziehen. Nicht nur aus Deutschland, sondern der Trend liegt ganz klar auch an ausländischen Gästen. Gerade aus Skandinavien werden wieder viele Gäste zu uns strömen. Also ein Highlight, an dem man hier im Dezember in Rostock sicherlich nicht vorbeikommt. Aber auch ansonsten haben wir Aktivitäten, gerade wenn es um Familien, wenn es um Kinder geht, dass wir hier auch in Warnemünde Angebote schaffen, zum Beispiel ein Adventssingen oder wir haben entsprechende Bescherung mit dem Weihnachtsmann. Also all das macht Rostock und Warnemünde auch in der Nebensaison oder gerade in der Nebensaison interessant. Ja, und eine Veranstaltung wollen wir nicht außen vor lassen, die hat einen neuen Namen. Das ist die erste Veranstaltung im Jahr 2015, nämlich? Genau, das ist das Warnemünder Turmleuchten am 1. Januar. Eine Veranstaltung, die über die Grenzen Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns strahlt. Und da freut es uns, dass es mit dem Veranstalter gelungen ist, diese Tradition auch aufrechtzuerhalten. Wir erwarten wieder 70.000 Gäste rund um den Leuchtturm und werden somit einen wunderbaren Start in das Jahr 2015 erleben. Herr Fromm, vielen Dank für das Interview. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier auf MV1.